diesem Album tauchen wir in die Welt von Robert Schumann ein, besonders in die verschiedenen kleineren Stücke, Kammermusikwerke und an den großen romantischen Höhepunkt natürlich der Gesangskunst in der Dichterliebe. Hintergrund stehen natürlich auch die Fantasiestücke für Klarinette ursprünglich oder Märchenbilder für Bratsche oder Romanzen für Oboe. So hatte ich die Möglichkeit auf diesem Album tatsächlich mich in ganz verschiedene Instrumente hineinzuversetzen und dann eine cellistische Lösung zu finden. Das war für uns natürlich ein besonderes Abenteuer, weil die Dichterliebe für mich persönlich ein wichtiges Werk in meiner jüngsten Studienzeit war. Habe ich rauf und runter gehört, mitgesungen, mitgelitten und hat mich in meinem Künstlerleben eben sehr lange begleitet. Die Dichterliebe-Lieder mit Cello-Stimme zu erarbeiten, hat für mich ein ganz neues Licht auf den Klavierpart geworfen. Weil das Cello nur ohne Worte singt, muss der Klavierpart noch stärker teilnehmen an Lautmalerei, die Bedeutung der Wörter noch deutlicher ausdrücken. Ich wünsche dem Hörer, besonders den Hörern, die es besonders gut kennen, sozusagen im Kopf den Text mitzusingen, mitzudenken, mitzuempfinden. Und das war unser Anspruch, hier eben auf den Spuren von Robert Schumann zu sein. Der Komponist, der möglicherweise der größte Poet seiner Zeit und überhaupt der klassischen Musik ist.